Ja, da sitze ich nun mit meinem gepackten Rucksack. In ein paar Stunden geht's los zum Flughafen und dann war's das. Ein Jahr Work and Travel vorbei. Uff. Ich muss zugeben, es fällt mir gerade sehr schwer, das Video zu machen, aber ist mir trotzdem wichtig, das jetzt auf jeden Fall noch zu machen. Euch noch ein bisschen zu erzählen, wie denn so die letzte Woche und die letzten 5 Monate waren. Am besten starte ich mal mit den letzten 5 Monaten. Ja, nach meinem super Sommer hier in Montreal und nach der sehr spannenden, ereignisreichen Fahrradtour im Westen mit Jamie ging es dann wieder nach Montreal und mein Visum wurde ohne Probleme verlängert bzw. korrigiert. Mir wurde das Visum ja nur für 7 Monate ausgestellt und mir wurde auch per Telefon mitgeteilt, dass da nichts möglich wäre, das zu ändern. Aber bei der Immigration war das dann doch kein Problem und ich musste die wohl spontanste Entscheidung meines Lebens treffen und fand mich dann in der Situation wieder, dass ich wirklich nicht mehr viel Geld auf der Seite hatte. Es waren tatsächlich nur 100 $. Glücklicherweise wurde mir dann gesagt, dass ich noch die Urlaubstage ausgezahlt bekommen aus dem Sommer. Das hatten unsere Bosse uns damals ein bisschen verheimlicht oder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und dann hatte ich 300 $ für, ja, sagen wir mal, den ersten Monat. Ja, nach einer Woche hatte ich einen Job im Warehouse gefunden, wo ich auch wirklich eine super Zeit hatte, ein super Team. Und nach 2 Wochen dort, oder ich glaube es waren 3 Wochen, kam dann der erste Paycheck. Zu dem Zeitpunkt war ich dann, wie gesagt, einen Monat wieder in Montreal und bin dann, ja, einen Monat mit 300 $ klargekommen, war ja wieder Hostel-Volontier, hatte von daher den Vorteil, dass ich keine Unterkunft und kein Frühstück zahlen musste und habe viel, muss ich sagen, vom Free Food hier gelebt, also einige Sachen, die andere Backpacker hier im Hostel dann liegen lassen in der Küche, und muss sagen, das hat überraschend gut alles geklappt. So habe ich mich dann Schritt für Schritt nochmal hochgearbeitet, auch was die Finanzen betrifft. Über Weihnachten war ich dann zu Hause, weil mir das einfach wichtig war, die Familie nochmal zu sehen, und eigentlich war es ja auch geplant, dass ich schon viel früher hätte zu Hause sein sollen. Und dann ging es wieder für 3 Monate nach Montreal, und wie das Leben hier war, lässt sich eigentlich relativ kurz beschreiben. Es war einfach so ein ganz normaler Alltag, wie man ihn hier in Montreal hat. Ich hatte meine Unterkunft, ich hatte meinen Job. Ich habe viel gearbeitet, waren nochmal 55 bis 60 Stunden pro Woche, Hostel plus Restaurant. Ja, es war sehr, sehr anstrengend, bin jetzt auch gegen Ende dann an mein Limit gekommen. Muss aber sagen, dass es eine sehr, sehr interessante Erfahrung war, auch mal sein Limit auszutesten, auch mit Diabetes. Es ist möglich, so ein Pensum über eine gewisse Zeit, und das möchte ich betonen, eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten. Jetzt gegen Ende war es mir dann wirklich zu viel und ich bin wirklich froh, dass ich dann vor einer Woche meinen letzten Arbeitstag hatte. Ich hatte jedenfalls in diesem einen Jahr in Kanada die Zeit meines Lebens. Es hat einen riesen Einfluss auf mich gehabt. Ich habe verdammt viel für mich gelernt. Ich habe meinen Diabetes besser kennengelernt. Ich bin auch der Meinung, dass ich ihn viel besser unter Kontrolle habe. Während ich hier meine Routine hatte, trotz vieler Arbeit und allem, waren meine Werte eigentlich immer in einem super Bereich. Gerade eben wahrscheinlich, weil ich eine gewisse Routine hatte und dann auch immer wusste, wie viel ich spritzen muss, wie viel Kohlenhydrate ich esse. Hat wirklich alles super, super geklappt. Also der Diabetes war in den letzten 5 Monaten für mich eigentlich gar kein Problem mehr. Hat mich bei meinem Work-and-Travel-Aufenthalt nur wenig behindert, würde ich sagen. Am meisten wahrscheinlich noch bei der Radreise im Westen, aber das hat ja, wie ihr gesehen habt, auch sehr gut geklappt und war einfach eine super tolle Erfahrung, die ich jedem, der es denn machen möchte, auch nur ans Herz legen kann. Was ich hier in meiner letzten Woche noch so getrieben habe, wo ich nicht mehr arbeiten musste, das erzähle ich euch im nächsten und letzten Videoblog aus Kanada. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.